Munition. Bin ja auch. Tschüss mit dir. Ein Satz mit X, das war wohl nichts, wa? So, hier haben wir Schrotmuni. Können wir natürlich noch nicht benutzen, weil wir keine Shotgun haben. Aber mit der Shotgun geht es auf alle Fälle viel einfacher, die Zombies platt zu machen. Man drückt einfach nur nach oben, wartet, bis der Kopf in der richtigen Richtung ist. Tagebuch des Wärters. 9. Mai 1908. Oder eines Wächters. Und das ist der Typ hier, der hier im Schrank sitzt. Richtiger Knacken. So, wir füllen mal diese Munition ein. Wir werden auch mal die Polizei, sag ich schon, die Pistole wechseln. Wieder die Pistole in der Hand nehmen. Ich glaube, die Säuremunition werden wir erstmal behalten. So ist das, Leute. Arbeitet dafür Umbrella, dann gibt es halt nur Stress, ne? Jucken, kratzen und sowas, ne? So, wir haben sie jetzt erstmal geöffnet. Das ist ganz wichtig. Dann kommen wir nämlich dort hinten rein. Und da gibt es nämlich noch einen Geheimraum und so weiter. Wir werden aber erstmal den anderen Raum dort begutachten. Wir brauchen nämlich auch theoretisch noch einen Schlüssel. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ach so, das war der Raum hier mit diesen Chemikalien-Gedöns. Ja, das könnten wir eigentlich theoretisch machen. Genau, dann können wir nämlich dorthin. Wir müssen nämlich diese Pflanze platt machen. Dafür haben wir aber die Chemikalien. Die habe ich ja schon in diese eine Kiste reingeschmissen. Theoretisch, wenn wir jetzt die Chemikalien holen, könnten wir diese Pflanze schon platt machen. Den haben wir das nämlich schon mal erledigt. Dafür müssen wir natürlich durch die ganzen Zombies wieder. Richtig geil. Spaß. Lustig. Oder ist er tot? Nee, ist er nicht. Oh, du Penner. Bist du tot? Ja, der ist tot. Super. Freut mich. Jetzt haben wir bloß noch den E-Typen. So, du bist böse. Lecker. Weg. Rein. rein. Weg. So, dann holen wir die Chemikalie hier raus. Können wir wissen, da schon das managen. Chemikalien, genau. Wir werden auch nochmal kurz speichern, weil wir nämlich schon... So, die Schrot können wir auch noch nichts mit anfangen. Darum werden wir die auch erstmal weglegen. Das andere werden wir noch behalten. Zur Not müssen wir nämlich nochmal die Besucher einsetzen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt ohne Anspannung hier durchkommen. Das Gute ist halt, dass diese Zombies halt immer wieder auf ihren Ursprungspunkt zurückgesetzt werden, sobald man halt diesen Raum verlässt. Was immer ganz gut ist. Falls man Probleme hat mit denen, ne? So. Naja, so ist es halt irgendwie. Gut, dann machen wir mal diese Pflanze kalt. Dann können wir uns nämlich, glaube ich, da gibt es, glaube ich, Kräuter und sowas alles. Und dann können wir das nämlich auch schon mal einsetzen. So, dann machen wir nämlich hier die Chemikalie rein. Eine alte Pumpe. Ja, der Deckel ist offen, genau. Nutzen. Rinni-Hütte. Schmeiß Rinni-Bums. So. Komm mal runter! Komm runter! Arsch lecken. Ach, dahinter war der Schlüssel. Ah ne, da ist der Raum mit dem Schlüssel. So rum, ne? So, ihr Muschis. So, dann haben wir hier natürlich sehr viele Kräuter. Die werden wir natürlich erstmal alles einsammeln. So, wir brauchen auf alle Fälle auch ein rotes noch. Das ist hier hinten. Na. So, da hinten sehen wir auf alle Fälle den Schlüssel. Dafür brauchen wir aber diese Klavierseite, glaube ich. Da muss man irgendein Lied spielen hinten im Raum. Da werden wir aber gleich noch hinkommen.
Ich finde es halt nur komisch und ich glaube nicht, dass es mir auch so in Erinnerung hat, dass man so wenig Munition findet. Also mir war immer so, als wenn man da viel mehr finden würde. Aber ich kann mich natürlich auch irren, dass es nicht so war. So. Natürlich werden wir hier alle Kräuter mitnehmen, das ist ja wohl logisch. Wo sind alle Leute in letzter Zeit in deinen Streams? Naja, bei Green Hill war auch keiner da. Also nicht viele. Das einzige Mal, wo richtig viele jetzt momentan waren, war bei Resident Evil 7, wo wir das gespielt haben, ne? Derzeit, also heute ist sehr ruhig, muss ich sagen. Heute ist gar nichts los. Außer halt du. Du bist der Einzige, der am Start ist hier. So, dann hätten wir noch ein grünes Kraut für ein rotes, wenn wir das noch finden sollten. Jedenfalls sehen wir da hinten ein Schlüssel, wie gesagt. Ach, wir können ihn sogar nehmen. Das ist ja geil. Was ist denn das? Herrenhausschlüssel. Ja, den müssen wir gleich mal untersuchen. Combination, oder? Ach, da hinten ist das Wappen. Ah, okay, cool. So, den werden wir gleich mal untersuchen, prüfen. Und dann sehen wir nämlich, welches Dings graviert ist. Und zwar die Rüstung. So. Das ist der Rüstungsschlüssel. So, und das ist jetzt wirklich ein großes Problem bei den ersten Resident Evil Teilen. Oliver ist dafür immer am Start. Ja, Oliver Venom, das bin ich selber, Diggi. So heiß ich. Aber, pssst. genau, das war wirklich ein großes Problem damals bei Resident Evil, dass man halt nicht wusste, welche Räume halt diesen Rüstungsschlüssel haben, ne? Ja, what the fuck, echt? Ja, klar. Hast du nicht gewusst, oder was? So, nee, das war ja dieses Zimmer von dem Wärter. Du weißt doch, Support ist kein Mord, Alter. So, wir gehen erstmal da hinten raus. Habe ich tatsächlich nicht. Ja, okay, jetzt weißt du es auf alle Fälle. Jetzt weißt du es. Gut, hier waren wir nämlich auch. Jupsi. So, der Zombie müsste eigentlich. Genau, der dürfte nicht da sein. Das ist Kenner vom Bravo Team der Stars. Er ist kaum noch zu erkennen. In der normalen Version erkennt man diese Leiche auch gar nicht. Da liegt, glaube ich, auch nichts. Die ist, glaube ich, weggespankt. Also da kann man nichts sehen. Aber schade, dass der auch keine Munition hat oder sowas, ne? Nichts Ungewöhnliches. Das ist echt schade. Oder muss man den nochmal anquatschen? Warte mal. Ah, doch, der hat doch noch was. Ah, doch eine Muni. So. Es sieht auch ein bisschen anders aus, ne? Eigentlich war das immer so eine roten Patronen, ne? Oh, der hat noch mehr. Oh, noch eine Muni. Das ist ja geil. Okay, jetzt haben wir wirklich genug Muni. Erstmal, fürs Erste. Hat er noch ein Bass? Ne, der hat nichts mehr. Vielleicht eine Bene? Ne, auch nichts. Ach, morgen gibt's keinen Dragon Ball Stream. Laber nicht so einen Unsinn, Streamlabs. Ja, natürlich ist das noch eingestellt. Ich muss das mal langsam rausnehmen. Oh, dumm Geschosse. Erstmal rein in die Hütte. Das ist, glaube ich, die Tür, wo man das Klavier spielen muss, möchte ich meinen. Ja, sag ich doch. Das ist der Raum mit dem Klaviergedöns. Da bräuchte man aber erstmal diese Notenblatt. Und das haben wir natürlich noch nicht. Und dann geht nämlich hier diese Geheimtür auf. Das hat Streamlabs auch vorgestern nochmal behauptet. Ja, der behauptet halt irgendwas, ne? Stimmt überhaupt gar nicht. Streamlabs ist ein absoluter Lügner. So, hier kann man nichts machen. Warum steht hier eigentlich eine Blume, ne? Guck mal, diese Grafik von der Blume, ne? Die passt überhaupt gar nicht in das Game rein, ne? Man kann durchlaufen und so weiter. Das ist schon sehr amüsant manchmal. So, weg hier den Bums. Ach, da ist das Klavier. Aha. Ach, sie können nichts mehr tragen. Okay, dann gönnen wir uns auf alle Fälle.
Dann gönnen wir uns ein Kraut auf alle Fälle. So, her damit. Gamble, 2000 geht natürlich nicht. 1000 geht, das ist richtig. Hast du schon über 1000? Du hast ja auch schon 20.000 Kraftpunkte. Du hast 10.000 Kraftpunkte eben gewonnen. Du hast voll einen Zehner draus gemacht, Alter. Nee, das geht nicht so schnell hintereinander. Das kann man nicht so schnell hintereinander machen. Ich glaube, wir können auch das noch nutzen. Ah, genau, dann spielst du nämlich die Mondscheinsonate. So, ab geht's, Jill. Nee, so oft hintereinander geht's das nicht. Das geht auf alle Fälle nicht so. Ja, schade, dass heute nicht so viel da sind. Also auch Rufte, wo er heute ist, keine Ahnung. Der scheint auch irgendwie abstinent zu sein, obwohl ich... Gut, wir können jetzt nämlich rein. Oh, hoppala. Oh, diese Panzersteuerung, ne? Echt erbärmlich. So, wir können uns jetzt nämlich dieses Wappen holen. Das ist das erste Wappen, Goldemblem-Wappen. Ich weiß aber noch gar nicht, wo kommt das denn nochmal rein? Jetzt ist natürlich die Tür zugegangen. Ach, stimmt. Ach, klar. Ich kann das Wappen noch gar nicht rausnehmen. Weil ich das andere noch nicht habe, ne? Ich glaube, ich kann da noch gar nichts machen. Wir brauchen nämlich, glaube ich, ein anderes Wappen, was wir da reinstecken können, um halt rauszukommen, sonst ist die Tür halt immer wieder zu, ne? Gut, dann können wir hier noch gar nichts machen. Dann gehen wir erstmal weiter. Wir haben auf alle Fälle das gespielt, das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. So, wir müssen natürlich die ganzen Räume jetzt erstmal abklappern, die wir noch nicht haben. Und das ist halt kontraproduktiv. Wenn man natürlich aus Anhieb, aus dem Kopf wüsste, welche Räume halt, oh, ist von innen verriegelt, okay, da kommen wir nicht rein. Wenn man wenigstens wüsste, welche Räume wir noch auskundschaften müssten, ja. Dann wären wir auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Also, wenn wir wissen würden, welche Räume denn diesen Rüstungsschlüssel haben, ne? Hier ist nämlich das andere Emblem, glaube ich. Ich muss nämlich das, glaube ich, tauschen hier. Das ist nämlich das Holzemblem. Jetzt kann ich natürlich das alles nicht aufnehmen, weil hier müsste ich nämlich den Kristall aufnehmen. Ich brauche erstmal eine Kiste, Alter. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo eine Kiste... Ah, doch. Nee. War denn mal eine Kiste? So, was war hier nochmal? Hier war doch auch irgendwas, ne? Konnte man das hier nicht verschieben oder sowas? Ich möchte meinen, hier war doch irgendwas. Nee, man kann es wirklich nicht verschieben. Okay. Na gut. Dann war da halt nichts. Hey, Hund. Ganz ruhig da unten. Und ja, Manu, wie war dein Tag so? Was geht ab? So, ich glaube, diese Tür... Rüstungsschlüssel, da haben wir es schon mal. War das der Raum jetzt mit der Schlange? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es der Raum mit der Schlange war. Oder war das oben? Ach, das war der Raum. Okay. Da ist noch ein Magazin, das gönnen wir uns natürlich, ne? Na ja, klar, gönnen wir uns das. 52 Schuss, Leute, was ist los? 52 Schuss plus 10 im Magazin haben wir 62 nach Adam Riese. Wer bist du denn? Stirb. Okay, der ist down. Und
Natürlich möchte ich die Dumm-Dumm-Geschosse aktivieren. Ist aber logisch. Tag war sehr nice, aber war top. Training war richtig geil. Mein Bro hatte ein gutes Vorstellungsgespräch und eventuell kommen morgen die Codes für unsere Firma für Bike-Leasing. Also läuft gerade sehr. Ich hoffe, dein Tag war auch so entspannt. Ja, Arbeit war nicht so doll, muss ich sagen. Okay, da ist auf alle Fälle nur Schrotmunition. Da müssen wir nochmal hin. Die müssen wir uns nochmal gönnen, ne? Ja, Arbeit war nicht so doll. Heute habe ich auch erfahren, dass ich den Gerichtstermin am Montag wahrnehmen muss, wo ich angeklagt wurde wegen Körperverletzung. Ach komm schon. Das ist echt nicht mehr normal. So, du Penner. Hätte ich gleich mal den Kopf kaputt machen sollen, ne? Das hätte mich ein bisschen was erspart. Was haben wir hier? Fahrpatronen. Brauchen wir nicht. Wir haben noch genug. Kann nichts mehr tragen. Ja, Gerichtstermin. Nee, es gab damals einen Vorfall mit meiner und ein paar Ex-Freundinnen, wo ich halt, mit einem Baseballschläger losgezogen bin, weil die halt behauptet haben, ihr Fahrrad geklaut. Also das Fahrrad von ihr wurde vor ein paar Tagen davor, bevor der Vorfall war, das war letztes Jahr, irgendwann in August war das, da wurde ihr Fahrrad geklaut und diese zwei Damen, die mich halt jetzt anklagt wegen Körperverletzung, die haben halt gesagt, dass sie das Fahrrad haben und dass sie sich das abholen kann. Daraufhin ist meine dann hingegangen. Gab es dann eine Auseinandersetzung, eine Rangelei und so weiter. Und die haben sie dann zusammengeschlagen, da zu zweit. Und daraufhin bin ich dann hin und habe dann einen Baseballschläger mitgenommen und so weiter. Und ja. Ich hab den Baseballschläger nur mitgenommen, weil meine halt gesagt hatte, dass da noch zwei Typen sind. Und Kollegen, die ich halt angerufen habe, die konnten halt nicht, die hatten keine Zeit. Daraufhin bin ich halt mit dem Schläger dorthin und so weiter. Ja, das waren ja Weiber. Also die Weiber haben sich ja geprügelt. Da waren ja keine Typen bei, die sie geprügelt haben. Das waren alles minderjährige Mädels, wisst ihr? Naja, wie gesagt, und dann gab es halt eine Auseinandersetzung dort und ich bin dann hin mit dem Baseballschläger, hab dann da auf der Bank geschlagen und so weiter und dann kam später die Polizei und so weiter. Da haben wir haben sie Anzeige aufgenommen und so weiter wegen Bedrohung. Ja, und später kam dann jetzt im Februar kam dann eine Anklage wegen Körperverletzung. Ich soll das eine Mädel soll ich angegangen haben, die soll ich geschubst haben und im Gesicht gekratzt haben. Wo ich dachte, Digga, warum sollte ein Typ, ein Erwachsener, ein Mädchen in die Sicht kratzen? Ja, der würde, wenn denn überhaupt, zuschlagen, aber nicht kratzen. Oh, fuck, Alter, gerade so ausgewichen. Moin. Hey, Digga, na? Lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls bin ich angeklagt wegen Körperverletzung und ich konnte ja mit meinem Anwalt schon darlegen, dass ich nichts gemacht habe. Mehrere Zeugen, die Weiber dort vorgeschlagen haben, die haben halt selber auch zum Protokoll gegeben, dass die nicht angriffen, also dass da keine körperliche Auseinandersetzung stattgefunden hat. Und darum bin ich sowieso erstmal safe, aber das Problem ist halt, es steht Aussage gegen Aussage, weißt du? Und die haben halt vier Zeugen und wenn du dann noch einen Kollegen hast, der das auch noch bestätigt, dann bist du halt völlig am Arsch, ja? Du bist völlig am Arsch. Du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Weil du hast keine Zeugen, er hat Zeugen, dadurch bist du schuldig, ne? Ja, und wie gesagt, mein Anwalt hat dann alles auf den Tisch gelegt, hat dann auch gesagt, dass das Mädel, was mich anzeigt wegen Körperverletzung, dass dieses Mädel, wir kommen hier rein sogar, geil. Das ist ja cool. Dass dieses Mädel
zwei Tage später eine Online-Anzeige gestartet hat wegen Körperverletzung, war aber nicht beim Arzt, hat es nicht dokumentieren lassen, dass sie angegriffen wurde von mir, was ich erstmal sehr krass finde, also ein Unding finde ich eigentlich, dass da irgendjemand x-beliebig kommen kann und dich erstmal anzeigen kann. Hier ist auf alle Fälle die Schrot, die wir gleich für den einen Raum brauchen. Die werden wir erstmal schon mal mitnehmen, sicher ist sicher auf alle Fälle. Ich hoffe, dass wir dennoch Platz haben. Wenn wir jetzt noch die Medaille mitnehmen, muss mal gucken, was hier so gibt. Aber da ist, glaube ich, nichts, oder? So. Achso, ja, okay, bei Frauen macht man nicht, aber zu zweit stehen gegen dich, dann hast du, glaube ich, weniger zu sagen. Ja, ich habe null zu sagen gehabt, ne? Boah, nochmal Schrot, ey. Ja, müssen wir erstmal alles mit einsammeln hier. Oh, so viel Zeug und ich kann nichts davon benutzen, ey. Kann bloß nochmal zurück und diese Sachen da reinlegen. So, du haust mal ab, Alter.